Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge Pflanzen vs. Zombies. Jetzt bin ich mal gespannt, was das hier wird. Hier in der Mitte. Die haben ja nur Lore, also ich kann nur auf der Lore pflanzen. Das ist übel. Mal gucken, ob wir von unserem Flitzpflänzchen noch kriegen. Die überbrücken halt so mindestens drei von den Bahnen, was ich richtig gut finde. Okay, das war der erste. Eine Walnuss. Da ich nicht so früh haben will, bitte hier. Das ist schon gemein, weißt du? Man kriegt immer nur eine Pflanze, muss dann gucken, wo man sie hinsetzt. Dieses Pack. Das heißt jetzt praktisch in dem ganzen Level, weil ich jetzt die ganze Zeit die Pflanze hoch und runter schiebe, wie ich sie brauche. Diese Möhren. Kriegen wir noch eine Schusspflanze jetzt? Eine Mine. Okay, eine Mine kann dann leider in der Mitte bleiben. Ja, klar. Oh, jetzt hat er sie gefressen. Die sind so gemein, die Jungs. Wie soll ich denn so schnell kaputt kriegen? Dann hätte ich mit dem Mine fretten müssen. Der frisst mir noch jetzt Eier, ah ja, klar, der frisst mir jetzt alles fett. Ach komm. Ohne. Es ist echt übel, das da. Jo. Wenigstens der gestunt. Unbedingt noch Pflanze zum Schießen. Die eine Pflanze zum Schießen ist ein bisschen dünn, Jungs. Ein bisschen arisch dünn. Aha. Jetzt haben wir wenigstens noch eine Pflanze gekriegt. Auch nicht gerade easy, das da. Es wird ganz schön dünn. Boah, war das knapp. Ich noch eine Mine. Okay, diesmal setze ich sie aber hier hin. So, der kann da schön reinmarschieren. Das ist Demsalbier. Da mache ich mich nicht so verrückt. Ein bisschen draufschießen, dass sich nicht so einsam drinne fühlt. Bams! Eine Walnuss. Okay, eine Walnuss mache ich mir diesmal hier hin. Und setzen wir sie da hin. Denn brauchen wir noch nicht zu beschießen. So, die in der Mitte dürften ja eigentlich relativ flott weggehen. Er hat ja die Walnuss, wo er drum rumknabbern darf. Na komm.
Genau. So, hier sind jetzt drei Apps offen die ganze Zeit. Mal gucken, ob das funktioniert. Es nimmt schon gut Schade. So, nochmal einen Schluck am Kaffee trinken, bevor ich Schade krieg. Lecker Schmack auf Hatz. Schmack auf Hatz. Gut, ich hätte bitte gern noch eine Pflanze, wenn es geht. Ah, danke. Gut, der will doch ganz eine Runde und dann mache ich erstmal so. So, der kann dann ganz eine Runde. Die kriegen das noch gebacke. Ja, das ist doch schon besser. Na komm, fall um. Jetzt kriegt er 5 Schuss ab. Müsste noch schneller gehen. Jetzt hat er mir meine Walnuss gefressen. Was für ein Sack. Ja, ich habe nur trotzdem gekriegt. Okay. Ja. Dann verteilen wir mal die Jungs ein bisschen. So, das sollte doch funktionieren da oben. Vor die Fallen, genau. Aber war das die letzte Welle? Oh, le. Wo. Okay. So, verteilen wir die mal überall ein bisschen. Ja, jetzt kommen auch noch Hühnchen. Was? Oh, nee, wir haben Hühnchen. Der Zombie-Hühnchen hat mich gerät. Ich hab die Lore nicht richtig verwischt zum Hochziehen. Mist. Was ist jetzt los? Nein, wir wollen keine Werbung von irgendwelchen Dingen. Weg. Hui. Hui bei aus. Wegen meinem Hühnchen. Oh man. Gut. Du kommst dahin und das da. Nochmal das Ganze. Das war ja nicht schon schlimm genug und immer knapp. Nee, man muss es ja nochmal machen. So. Jetzt kriege ich eine Walnuss. Die setzen wir. Ja, hier hin. Und nochmal das Ganze. Das ist echt schon ein fieses Level, das da. Das heizt mir schon gut ein. Und mein Problem ist halt oft, ich sehe die Maus nicht. Der Zeiger ist einfach echt zu klein. Da sehe ich halt nicht, wo er ist, und dann kann ich auch nicht richtig nur handeln. Aber okay, ich will den nicht jammern, das muss ich schon schaffen, das Spiel. So, wir haben eine Mine. Die Mine setze ich diesmal dahin. Kann dann hier raus. Warum? Kommst du raus? Dankeschön. Trifft's denn da oben auch noch mit? Ich hoffe doch. Nein! Komm, stirb, bevor du eine Pflanze bist. Danke. Haben wir wenigstens noch eine Walnuss, die zwar nicht mehr viel aushält, aber wir haben eine Walnuss. Okay, die Bohne kann da in die Mitte. Die Walnuss setze ich hier hin und dann kann der da oben schon mal loslegen. So, du frisst das jetzt. So, hier geht's weiter. Komm, geh kaputt. Ob Walnuss überlebt.
Oh, du kannst, du musst Schalter ohne Nummer opfern, Walnuss. Ja, es tut mir leid. War ja auch nicht mehr viel. Na komm, geh kaputt. So. Und nu? Haben wir Doppelschuss. Setz ich hier hin. Und dann kann ich gleich eins nach oben setzen. Ja, an dem kommt der Logger vorbei, da kann ich jetzt nichts mehr tun. Ich hab keine Kohle für irgendwas. Ich hab null Kohle für irgendwas. Ach, komm her, du dahin. Den hätte ich weiter noch hinsetzen müssen. Ich brauche noch eine Mehrfachschussbohne, Erbse, Gedöns. Jetzt kriege ich noch eine Walnuss. Oh, Walnuss ist ja nicht schlecht. So, der da oben dürfte gleich Geschichte sein. Jetzt kommt die da. Aber leck. Schaffst du den allein? Ja, nicht schaffen. So, jetzt bräuchte ich aber bitte noch eine Schusserbse, irgendwas, dass das ein bisschen überbrücken kann. Oh, hoffentlich frisst er mir jetzt nicht die Walnuss weg. Komm, geh kaputt. Ja, das ist wirklich extrem übel, das Level. Mit der Lore hin und her Schieberei. Da muss man richtig aufpassen, was man macht und welche man als erstes angreift und. Was? Warum kriege ich jetzt eine Kanone? What the heck? Okay, los? Oh, die macht mir nicht ganz kaputt. Okay, der kann da oben. Okay, noch ein. Das hat ja gepasst. Alter, warum habe ich jetzt eine Kanone gekriegt? Ich verstehe es nicht. Okay, so. Hier? Neues Ding. Komm, die kann ich schützen. Gut, jetzt geht's hier ohne weiter. Dann schiebe ich mal in die Mitte. Der hilft mir schon gut, der da nimmt den kleinen Mopar weg. Letzte Welle. Okay. Gut. In der Mitte brauche ich dich. Gib ihm. Gut, alle in die Mitte. Alle in die Mitte und unterstütze. Komm, lad dich auf. Haben wir es jetzt gepackt? Weil Dito war doch schon, da haben wir jetzt Elbe. Ich habe mit der gar nicht gerechnet. Okay, was haben wir jetzt gekriegt? Was macht das? Haben wir jetzt Superdünger mehr oder weil das ist ja auch so platt? Und?
Ziel Spezialdünger auf einen Sammelpack. Okay. Nächstes Level. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Okay, gib 1750 Sonnen oder weniger aus. Verhindere, dass sie zum. Ich darf höre Donut drüber und ich muss höre. Ja, natürlich, die Sprungzombies auch noch. Gut, ich brauche die da. Ich brauche die. Ich brauche die, wo nur hinschießen. Ich will die für 0. Ich will mal Blitze haben. Obwohl ich die einfach nur saugeil finde. Aber okay, die bringen mir hier nicht viel. Ich nehme die Bohne mit. Was brauchen wir noch? Soll ich die mitnehmen? Ich darf nicht so viel ausgeben. Das ist das Problem. Ach komm, ich nehme die noch mit. Ob es was bringt. So, einmal Sonnenenergie bitte hier oben in die Ecke. Danke. 1750 ist echt extrem dünn, Jungs. Das ist ja schon. Das artet ja schon fast an Körperverletzung aus. Jetzt kommen schon die ersten. Ne, ich brauch die. Die sind wichtiger. Das artet echt schon an Körperverletzung aus. Komm noch einmal Sonne bitte. Ich glaube, den gefriere ich schon mal ein, dass der noch so durchkommt. Ah, jetzt habe ich auch noch so einen Jumper da. Ja, hoffentlich überlebt er es nicht. Zum Glück bleiben die immer noch so ein bisschen daneben stehen. Okay, den hat's erledigt. So, ich brauche hier noch einen. Den frieren wir erstmal ein. Oh, oh, oh. Sorry, Bohne, aber. Komm. Einmal Blitze für alle. Ui, das war knapp. Ja, ich muss nochmal Blitze für alle machen, sonst überlebe ich das nicht. Ich habe jetzt auf jeder Ebene habe ich so Zurückschussblume. Oh, das hat, ich habe weniger gebraucht, als ich gedacht habe. Wie geil ist denn das? Und noch Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und wir haben das Level geschafft. Was haben wir im Garten noch? Was ist denn im Garten los? Okay, wir können zwei neue Pflanzen setzen. Können die auch gleich gießen. Okay, 3 Stunden, 7 Stunden, 3 Stunden. Ach komm, hauen wir noch sowas auf die 7 Stunden drauf. Was haben wir dann hier noch? Wir können doch eigentlich noch Pflanze aufwerten. Kann ich überhaupt? Ne, ich habe die Kohle nicht dazu. Mist. Warum müssen die immer gleich 1000 kosten? Anfang hatten die da auch nur 50 gekostet. Bin mal echt gespannt, was da hinten noch alles kommt. Boah. Das sind ja sau viel Pflanze. What the fuck? Das ist echt extrem, was da hinten noch kommt. Aber okay, lass mich überraschen. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Haut rein, genießt den Tag und vergisst bitte nicht, das Video zu teilen und zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und tschüss.